Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Nuka World DLC abgeschlossen und jetzt sind wir wieder an meinem liebsten Ort im Spiel, und zwar im Commonwealth, im Ödland. Den Ort, wo ich am liebsten theorisiere, ich meine, rette und Leuten helfe und erkunde. Und ja, ich bin dann mal direkt hier zu so ein paar Typen gegangen, die ja Hilfe wollten. Und ja, die haben schon wieder Probleme mit Raider und hilf uns bitte. Und ja, die wollen, dass ich ein paar Raider töte, also machen wir halt mal. Und zwar werden wir da an einen Ort geschickt, den wir noch nicht erkundet haben, nehme ich an. Also warum nicht dann dahin gehen? Ne? Weil wir müssen ja noch ein paar Sachen erkunden. Ist ja noch nicht alles erkundet hier in diesem Spiel. Und ja, man merkt vielleicht schon, ich bin allein. Ja, ich habe alle Gefährten ja schon so weit gelevelt, außer Paladin Dance, aber bei denen scheint es irgendwie noch nicht zu gehen, storymäßig. Da muss ich erstmal in der Bruderschaft ein bisschen weitermachen, um bei dem hier voranzukommen. Deswegen laufe ich jetzt alleine durch die Gegend. Ja, gut ist aber, ich habe ja einen Effekt geholt, in dem ich weniger Schaden bekomme, wenn ich allein bin. Und wo ich mehr tragen kann. Ich kann jetzt 390 tragen. Ich glaube 340 oder so konnte ich vorher tragen. Und hier sind direkt zwei Orte, die ich noch nicht erkundet habe. Also ja, habe ich gesagt, ja, mache ich das mal on screen anstatt off screen. Und kümmern wir uns um die Raider hier. Weil, wenn dann schon auch ein Ort hier. Danke. Warte mal, ich brauche Aluminium. Weil ich meinen Revolver hier verbessern will. Aber ich brauche Aluminium. Aluminium brauche ich als einziges. Deswegen sollte ich daraus ein bisschen ausschalten. So, wir haben da zwei Orte. Einmal so ein ja, Atomzeichen-Dingen und eine Mine, glaube ich. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen, um mir und den Kanal ein bisschen weiter zu helfen. Das wäre sehr toll von euch und würde mich sehr freuen. Und wurden wir angeschossen? Nö. So, was haben wir denn hier alles? Zwei Orte, die wir noch nicht erkundet haben. Her damit. Blöd ist, ich bekomme jetzt ein bisschen weniger Erfahrungspunkte, weil ich habe so ein Magazin vor langer Zeit aufgehoben, was mir die Erfahrungspunkte erhöht, wenn ich mit Begleitern durch die Gegend renne. Und ja, hallo. Uff. Du hast natürlich alles auf dem Weg hier. Au, aktiviert. Ist klar. Aua, aua. Deswegen haben wir den hier gemacht. Das ist voll Hugos Loch. Voll geschützt hier. Muss ich hier nicht eine Dingens machen? Eine Basis oder so. Immer so die besten Sachen, ja. Im Spiel, da kann man sich natürlich nicht irgendwie was machen, ist klar. So. Cool. Chemikalien-Schutzanzug. Ist der Handybausatz. Oh. Okay. Dann die Jungs nerven mich nicht mehr. Das ist gut. Ich glaube, das ist. Was war das? Können die denn die Schilder nicht lesen? Höchste Zeit, dass ich wieder in den Steinbruch gehe. Schon zu lange her. Nein, kann ich nicht. Die Jungs würden mich nie reinlassen. Ich könnte sie alle umbringen. Nein, das wäre nicht, was sie wollen würden. Zeit, mich hinzulegen. Ja, natürlich. Sie ist neben meinem Bett. Fertig. Sie ist geladen. Die Pistole. Ich glaube, irgendwas passiert, wenn ich die mitnehme. Ja, so. Also ja, das war sehr, weiß ich nicht. Gut.
Aber da wollten wir ja nicht hin. Wir wollten hier irgendwo hin. Ich muss gleich Redaway wieder nehmen. Oder auch jetzt. Da ist noch ein Ort, den wir nicht erkundet haben. Hier sind voll viele Orte, die wir nicht erkundet haben. Mann. Kann das sein? Wer? Bus? Ihr hört nichts. Weiß na. Schon, mein Scheiße, Ding ist voll aufgeladen. Hey, ich bin nur am Schleichen, ne? Ach, jetzt siehst du. Oh. Und tschüss, mein Gott. Da dreht sich die Knarre voll. Sehr gut. Mal. Und Zeitlupending habe ich immer noch, ne? Weil ich habe Nerd Wut, also mir kann nicht so viel passieren. Haben wir nicht schon mal? Wer kommt halt so bekannt vor? Dann mit Spores. Ich glaube nicht, ne? Nee. Wo seid ihr alle? Da ist einer. Mein Ding war schon wieder nicht aufgeladen. Ich wollte den voll abschießen. So, komm mal her. Genau du. Noch Mann. So, du bist weg. Wo ist der nächste? Da. Geh mal deine Power Armor rum. Viel Glück, dass er mich hier oben erreicht. Hi, na? Wow. Mein Gott, wie viele Gegner da unten sind. Wow. Die kommen alle näher. Wow. Bist du denn? Wurf. Bist du denn? Wurf. Bist du denn? Nein. Wo bist du denn? Hey, auf dich zu bewegen. Wo bist du denn? Wurf. Ausgezeichnet. So muss das klappen. Muss er. Hi, na? Ja, 50% mehr Schaden gegen Menschen. Dann nur so eine Waffe. Bringt's auf jeden Fall. Was? Nächste Opfer. Warte, da war jemand. Ah, da war etwas. Ich möchte den Ort hier in Ruhe erkunden, also. Danke. So, haben wir mal wieder ein bisschen Ton und Zerstörung verbreitet. Aber dann sind noch nicht alle gewesen, weil sonst stand hier ja abgeschlossen, ne? Jetzt mal ernsthaft, ich spiele noch auf Dings, ne? Sehr schwer, ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ich tue ja alles mit einem Schlag weghauen. Und dann ist es auf einmal... Oh. Ja, ja, okay. Egal, gehe ich so hin. Dann heißt es, ich spiele irgendwie noch leicht und so. Das würde mich voll nerven. Was haben wir hier? Da oben ist noch ein Gegner. Wo? Ich habe von oben getötet. Jetzt kann ich euch von unten töten. Boah. Ja, das habe ich gesehen. Zum Teufel habt ihr ja Leute gegrillt oder was? Ah. Ah.
cool. Also nicht cool, aber auch noch nicht gesehen. Ja, mit der Power Armor, das sind alles nur Raider Klamotten, ne? Die möchte ich nicht haben. Die sind doch kacke. Bin aber immer noch nicht fertig. Wo ist denn noch einer? Den habe ich kaputt. Den habe ich kaputt. Oh, ja, hier hätte ich mich hin bewegen können. Hallo, na. Ja, Geschützsteuerung und so. Turmsteuerung, ja. Mein Gott, ich merke gerade, wie alles verkabelt ist. So, was haben wir denn da noch? Da habe ich Schaden bekommen, ehrlich. Mein Gott, jetzt alles mit einer verlinkt. So, da, oder? Hier geht's weiter. Meine Güte. Geht's da noch irgendwo rein? Da geht's noch irgendwo rein. Boah. Jetzt nicht gedacht. Voll der Skyrim-Plot-Twist. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte schon alles erledigt. Und dann kommt noch ein weiteres Gebiet. Warte mal, zum Benzin kann es da Aluminium geben? Blöde Frage. Ich weiß. Stahl und Öl. Stahl und Öl brauche ich aber für Geschütze, die ich hier die Siedlung aufbauen musste. Und die haben null Verteidigung und das muss ich ändern. Also da ist ein Geschütz. Sie ist doch. Vorsicht! Vorsicht! Genau, so ein ganz altes Power Ranger Spiel, wo man Koop spielt. Und der andere Spieler irgendwie runterfällt. Immer wenn man runterfällt, dann sagt der andere Spieler immer Vorsicht. Das war jedes Mal Vorsicht. Hm, auch da. Ich habe den Schlüssel nicht. Boah. Okay. Hast dich verpisst, was? Nö, nö, ich bin auch hier. Warte mal, ich mache euch schon völlig keine Sorge. War deine Fresse. So. Hier. Mitten in die Fresse. Sehr schön. Warte mal hier. Licht anfangen. Und du sie direkt da ein Dingens machen. Geht ihr nie irgendwie an eure Terminals ran oder was? Bob Stenson. Ja, immer schön Helm tragen, ne? Ich hab einen Helm auf. Happy Hour, was? Ein Picknick hier in der Mine, ne? Mein Gott, ich sollte halt mal alles lesen. Ich sollte mal einen Part machen, wo ich alles lese. Alles. Nein. So. Mein Vibrator, mein Controller vibriert. Was ist los? Ah, schön wieder
im Ödland zu sein und alles zu töten, so wie gewohnt. Schon wieder am Vibrieren. Nein. Hi. Mitten in die Fresse. Und der nächste. Mitten in die Fresse. Ich habe diesen blöden Kran da getroffen, ne? Nein, doch. Nein, was? Am Kreuz gesehen. Mitten in die Fresse. Ey. Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse. So. Ja, schon wieder am Vibrieren. Was ist los? Auch noch ein paar Dingens, ein paar Magazine, ein paar Wackelpuppen, so alles noch finden. Ja, diesen Let's Play wahrscheinlich habe ich schon einige übersehen. Also das Schlimmste, wenn die an Orten waren, die ich schon untersucht habe. Ja, das wäre voll der Horror. Das Gefühl, stört gleich alles ein, weil Todeskralle kommt oder irgend so was. Das Ganze ein vibrierender Teil. Ja. Schlüssel, ich brauche noch einen Schlüssel. Hallo. Ja, was soll's? Nein. Aluminiumdose, okay, das ist nicht schlimm. Ich brauche Aluminium für meinen Revolver. Ich kann den nur den schwächsten Mod gerade anbringen. Das ist ein bisschen doof. Das wäre es. Soll wird schon lang voll aufgeballert werden. Was ist das? Zigaretten? Ja. Warte mal, habe ich jetzt... Da kann ich jetzt natürlich nicht sehen. Ich habe 2 Aluminium. Ich kann den fast doppelt so stark machen, wie er jetzt ist. Hallo? Will ich natürlich machen. In die Fresse. Und da ist der Boss, nehme ich an. Da ist nur kein Star. So. Was soll ich da machen hier? Noch alles die gleichen. Da kommt jemand nach oben. Wir begrüßen den. Irgendwo kein blödes Geländer ist. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Hupf. Wir werden das als Freund nicht lösen können. Du warst freundlich. Nein. Na, erst durch deinen Kollegen töten. Wenn er stehen bleiben will, na warte. Also davon hier. Uff. Du Sack. Oh ja, danke. Oh, jetzt bist du dran. Ja, dein Kopf noch. Das ist das Genius. So. Wir sind anscheinend nicht mit uns verbündet hier im Kingsport-Leuchtturm, obwohl ich den schon irgendwann mal befreit habe. Im Licht bin ich sicher. 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 Okay. Wo ist? Hallo. Unglaublich überwältigende Perfekt. Geschichten. Du hast als 5% weniger Schaden durch Roboter. Und deswegen mache ich sowas. Es ist die Belohnung. Nicht, weil es mir gefällt oder weil ich voll ehrenhaft bin und so. Nein, wegen der Belohnung. Ein bisschen weniger Schaden durch Roboter.
Ist doch auch was. Ich brauche jetzt nur noch den Schlüssel für diesen einen Raum. Bewegt. So, ne, habe ich ja schon. Oder kommt man da von der anderen Seite raus hin? Hallo? Oh nein. Bin hier schon wieder gelandet. Warum seid ihr alle tot? Ihr seid doch nicht alle tot. Der zum Beispiel. Hi. Legendärer, verbrannter, wilder Ghoul, dein Arm ist ab. Ja, tut mir leid. Ist aber jetzt Arm dran. Boah. Kampfflinte. Ja, doch schon. Bankfische, geil. Ob die nehme ich. Meistergas. Diese Brille? Wollte ich nicht. Egal. Boah. Kommst du denn jetzt schon wieder her? Und du? Ernsthaft. Boah. Ich bin doch hier überall rumgelaufen, ne? Und hier war keiner von euch. Ich sehe nichts. Oh, 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 oh. Gerade überall durchgelaufen und jemand von euch war am Leben. Oh nein. Was? Hallo. Was? Hi. Okay, da war. Oh mein Gott, da erinnere ich vorhin Fallout 3. Oh geil. Ja, jetzt kann ich meine Basis runterspringen, ohne zu sterben oder was? Okay, das war jetzt gruselig, ein bisschen. Ich erinnere mich irgendwie an diese Vault aus Fallout 3 oder das Krankenhaus in Fallout 3. Aber das steht man nicht mehr. Wurf. Hi. Ich habe zwei Arme mit einem Schlag getroffen, was? Ja, ich tue mir ein bisschen Radex einpumpen. Weil sonst bin ich schon wieder so verstrahlt. Wo lang? Da oder da? Von da kam ich. Nee, was? Okay, ist gut. Warum ist dieses Gebiet so groß? Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Da sehen wir noch nicht, wie man in diesen einen Raum kommt. Hi. Hi. Und noch ein Schlag und tot. Okay. Oh, ich hasse es, wenn hier so viele Gabelungen sind. Dann weiß man nie, wo man als erstes hin soll. Gehen wir da lang. Ach man, der lebt noch. Und hack. So. Bei Feuer Öl am Boden. Ja.
Oh mal kein kritischer Treffer. Der habe ich noch nicht gesehen. Anscheinend. Und da ist auch noch einer. Wie kommt's, dass die mich nicht sehen? What? Okay. Wie kommt's, dass die mich nicht sehen? Aber wenn ich mal durch die Gegend irgendwie so schleiche, werde ich mal sofort gesehen. Licht an, verdammt. Fühlst du dunkel hier? Bist denn du? Niemand. Oh, guck mal, ich weiß die Namen von anderen Leuten, indem ich deren Leiche angucke. Aber bist du weiter? In Ruhe. Du noch am Leben? Nein, du noch am Leben? Nein. Nein, sondern ich am Leben. Alter. Nicht mal ihr Typ, nee. Dauert viel zu lange, wie ich kaputt haue. Oh nein. Oh. Bestimmt voll den Erfolg, wenn ich irgendwie alle Lichter hier anmache. Oh nein. Ich laufe hier schon wieder voll richtig, ne? Jetzt hier auf der anderen Seite. Da brauche ich den Schlüssel. Okay. Dann bin ich schon mal hier, das ist schon mal gut. Dann weiß ich, wo ich lang muss. Gehen wir noch da schnell hin. Wird schon nicht mehr so weit sein, ne? Wir nicht erkundet haben. Okay. Dann gehen wir noch einen anderen Weg ab. Ich kann mir nicht vorstellen, diese eine Szene jetzt gerade gesehen haben, das einzige war. Stimmt noch mehr. Warum ist hier noch kein Licht an? Das ist irgendwie komisch. Ich mache überall Licht an. Da. Bing. Eine Außenposten haben Kronkorken an Nuka World gesendet. Ja, geil. Kann die 10 Kronkorken gut brauchen. Au. Okay. War noch erreicht. Da kommt jetzt einfach nur random, ne? Ich weiß ja nicht mal, was das macht. So. Orientieren wir uns dahin, wo es noch nicht dunkel ist, ne? Aber ich bestimmt noch nicht. Oder? Hier war ich noch nicht, ne? Hallo? Ja? Was? Bradley Ramon. Tim Tootis, was? Bob Stenson. Wolf. Dreck. Dreck hab ich gesagt. John Hatfield. Tim Schutz. Nur mit Geschäftsführung, okay. Noch mehr Roboterschaden gesenkt. Was habe ich da eingesammelt? Dann wird das, kommt mir aber bekannt vor. Kult hier oder was? Hallo?
Ja, jetzt habe ich meinen Tauchanzug nicht dabei, ist klar. Einen Moment. Na, das gucken wir uns noch an. So, wo kann ich da? Hm. Hallo? Ziehe Blut und werden vergiftet. Außergewöhnlicher Schaden. Geil. Noch so eine Giftklinge. Ist da noch irgendwas? So ein nasses Magazin vielleicht? Cool. Sieht sogar geil aus, das Ding. Da sind wir ja fertig. Ich glaube, ich kann hier wieder raus, ne? Keine Ahnung. Hugos Loch ist abgeschlossen. Was? Egal. Ja, wie gesagt, ich gehe den Weg mal hier wieder nach draußen. Sag den Leuten von Kingsport Leuchtturm, dass ich hier alles abgemetzelt habe. Die schließen sich dann mir wieder an. Wo die sich schon vorher mir angeschlossen haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4 mit Hallo. Ja. Ist ja einfach mal eine Schleichenwackelpuppe, einfach so. Und ich habe sie wieder beinahe verpasst, ey. Boah. Gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part jetzt hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ja ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.